meine Lieben, bei vielen kommt der Gedanke auf, dass sie nur mit Sport wirklich in ein Kaloriendefizit gelangen können. Und deshalb für diejenigen, die mal keinen Sport machen können oder keinen Sport machen wollen, scheint es unmöglich abzunehmen. Aber das Ganze stimmt nicht. Ihr wisst bereits, dass man durch ein Kaloriendefizit abnimmt. Es ist nun mal so, nichts anderes gilt außer einem Kaloriendefizit. Natürlich sollte man für seine Gesundheit auch darauf achten, dass man die ganzen Makronährstoffe und Mikronährstoffe abdeckt. Aber darüber hinausgehend geht es um das Kaloriendefizit. Das heißt, weniger essen, als der Körper letztendlich verbraucht. Was man trotzdem nicht machen sollte, ist unter einen gewissen Kalorienbedarf zu sinken. Dann kommt es zu einer Mangelernährung, dann kommen ganz viele andere Probleme, die man auf jeden Fall nicht haben möchte. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt denken, okay, ich muss natürlich dann Kalorien zählen. Das ist mir manchmal ein bisschen aufwendig. Gibt es keine leichtere Methode? Oder kann ich nicht ein bisschen dazu tun, ohne Kalorien zu zählen, sodass mein Körper vielleicht von sich aus mehr Kalorien verbrennt, ohne dass ich Sport mache? Und genau das könnt ihr machen, indem ihr das Richtige esst. Das Richtige heißt vor allen Dingen ballaststoffreich und eiweißreich. Warum ist das Ganze so? Ich habe das perfekte Beispiel für euch. Und zwar gab es 2010 eine Studie mit 10 Probanden, Probandinnen, die 12 Stunden gefastet hatten. Und dann hatten diese Probanden, Probandinnen 2 verschiedene Sandwiches bekommen. Die hatten genau die gleiche Kalorienmenge, 800 Kilokalorien. Gut, war ein großes Sandwich. Wir werden jetzt nicht so ein krass großes Sandwich machen, aber um euch das ein bisschen zu zeigen, also 2 vollkommen gleiche Sandwiches in Kalorien gesehen. Das eine war aber ballaststoffreich, also mit einem Vollkornbrot. Es hatte wenig verarbeiteten Käse, also ganz normalen Käse enthalten und insgesamt war es sehr nährstoffgeladen. Auf der anderen Seite haben wir ein ebenfalls 800 Kilokalorien Sandwich, was wir uns jetzt denken, aber mit einem typischen Brot, was ihr ganz normal kaufen könnt, was sehr, sehr viele Zusätze enthalten hat. Also diese typisch abgepackten Weißbrote. Dann hatte es einen sehr verarbeiteten Käse und insgesamt sehr viele verarbeitete Inhaltsstoffe. Wenn wir jetzt diesem typischen If it fits your macros folgen sollten, sollten doch eigentlich diese 2 Produkte, diese 2 Sandwiches genau gleich sein. Sind sie aber gerade nicht. Und das hatte diese Studie gezeigt. Die Studie hatte nämlich gezeigt, dass unser Verdauungsprozess einfach nicht zu unterschätzen ist. Und genau da kommen wir zur nahrungsindizierten Thermogenese. Was ist die? Das ist die Energie, die unser Körper verbraucht, um unseren ganzen Verdauungsprozess aufrechtzuerhalten und so in Gang zu bringen. Das heißt, Nahrung wird aufgenommen, sie wird verarbeitet und dann an die jeweiligen Stellen im Körper abtransportiert. Und diese Studie hatte gezeigt, dass bei dem eiweißreichen, ballaststoffreichen Brot 50% mehr Energie verbraucht wurden, um das Ganze in dem Körper zu verarbeiten, um alles abzutransportieren und. Und bei dem weißen Eiweißbrot mit den verarbeiteten Inhaltsstoffen hatte es 50% weniger Energie gebraucht. Das heißt, wenn man es ganz plastisch sagen würde, hat einfach das ballaststoffreiche Sandwich, obwohl es 800 Kalorien hatte, viel weniger Kalorien in dem Sinne als das, was genauso viele Kalorien eigentlich hatte, wenn es Sinn macht. Und ist das nicht total interessant, dass es eben nicht das Gleiche ist, nur weil es genau die gleichen Kalorien hat? Eine weitere Studie hatte auch gezeigt, dass wenn wir eiweißreich essen, über den Tag hindurch, und ich meine jetzt nicht sehr verarbeitete Kost, sondern typische Sachen, die eiweißreich sind, sei es Hülsenfrüchte oder wenn ihr Fleisch esst, eben Hähnchenfleisch oder ähnliches, dass der Körper bis zu 15% mehr Kalorien verbraucht, eben durch diese nahrungsindizierte Thermogenese. Wenn ihr zu verarbeitet das Ganze aufnehmt durch diese typischen Pulver, kann natürlich diese Thermogenese nicht so wirklich stattfinden. Da muss der Körper nicht so viel arbeiten wie bei diesen typisch eiweißreichen Produkten. Letztendlich kann ich euch also nur mit an die Hand geben, schaut drauf, dass ihr möglichst unverarbeitet viel esst. Wir essen alle mal Schokolade, wir essen auch alle mal gerne Weißbrot, das ist klar. Aber eure Basis, eure Nahrung sollte bunt sein, sollte unverarbeitet sein und sollte eiweiß- und ballaststoffreich sein. Und ich kann mir vorstellen, ich habe es auf jeden Fall bekommen, ihr habt jetzt Lust auf Brot.
Daniel hat bei uns auf dem Bodyfood-Kanal sein grandioses Sauerteigbrot gezeigt. Das ist zwar jetzt nicht voll mit Kernen, aber es hat super wenig Zutaten und zwar nur 3 Stück. Und ihr könnt es sehr gut zu Hause machen und selbstgemacht ist nicht nur immer besser und leckerer, sondern ihr wisst auch genau, was drin ist. Also schaut mal auf dem Bodyfood-Kanal vorbei für ein richtig gutes Sauerteigbrot. Ciao!